Der flügellahme Eurofighter. Die Fahrt in die Werkstatt im Schneckentempo. Es ist Nacht. Strömender Regen. Über den Asphalt rollt ein Eurofighter. Vor ihm und hinter ihm Blaulicht und Warnzeichen. Aber der Eurofighter ist flügellahm. Seine 9 Tonnen Gewicht liegen auf einem Schwertransporter. Entlang der A96 Schaulustige. Ja, wir haben es in der Zeitung gelesen und im Radio. Und jetzt dachten wir uns, wir wohnen gleich hier, dass wir es uns das kurz angucken. Die Möglichkeit auch nutzen, das Ganze anzuschauen. Rückblick. Technische Schule der Luftwaffe 1 in Kaufbeuren. Der Eurofighter 002 wurde von den Soldaten reisefertig gemacht. Sensible Geräte sind bereits abmontiert. Mit Hilfe eines Krans wird der Eurofighter auf den Tieflader gehoben. Der erste Teil der Operation ist erledigt. Der Eurofighter ist fest verzurrt auf dem Tieflader. Der folgende Morgen. Die Organisation für den Transport liegt beim Logistikzentrum der Bundeswehr. 11 Meter Gesamtbreite, 21 Meter Länge, 12 Tonnen Gewicht. 180 Kilometer Straße über die A96 und A9, westlich an München vorbei. An einigen Stellen auf der Strecke wird es eng werden. Tausende Zuschauer stehen in Kaufbeuren an der Straße. Für die 8 Kilometer bis zur nächsten Bundesstraße wird der Eurofighter fast 1,5 Stunden brauchen. In der ersten Kurve wird es brenzlig, doch nichts kann den Eurofighter mehr aufhalten. Millimeterarbeit am Straßenrand. Das ist ein Ereignis. Schön. Am Ortsausgang scheint das Schwerste geschafft. Aber dunkle Wolken ziehen auf. Und der Regen lässt nicht lange auf sich warten. In dieser Nacht arbeiten die Männer vom Logistikzentrum der Bundeswehr mit 25 Dienststellen der Autobahnmeistereien und Polizei zusammen. Gegen 2 Uhr nachts eine Unterführung. Stopp und nichts geht mehr. Vorerst. Die rechte Tragfläche hängt über einem Wildzaun. Mit vereinten Kräften wird die enge Passage gemeistert. Wegen des Gestrüpps ist weiterhin Schritttempo angesagt. Gegen 5 Uhr am Mittwochmorgen erreicht der Konvoi dann das Gelände der EADS-Kooperationszelle in Manching. Nach fast 12 Stunden Fahrt. Alle sind erleichtert, auch der Fahrer. Es war so ein bisschen haarig in den Büschen da, wo wir uns überall rumtreiben mussten mit den Tragflächen. Aber ansonsten war es gut. Um 5.30 Uhr geht dann für den Eurofighter 002 die Reise zu Ende. Er wird in den Hangar gefahren und bald wieder airborne sein.